Nee, lol. Warum sagt ihr mir nicht Bescheid, Livestream-Chat? Oder wäre das doch nicht angezeigt? Meinst du eine Doni? Ja, aber der ganz fette, Digga. Der Isn't Dark mit 100 Euro dabei. So probieren wir es nochmal mit der Aussprache des Namens. Lul, bleib wie du bist. The Rising Dark. Hä? What? Könnt ihr da... Den Teil des Streams bitte löschen. Den Teil des Streams bitte einmal löschen. Kurs geht raus, danke. Ehre. The Rising Dark, huch. Ich wusste, dass du nochmal donatest. Deswegen habe ich ihn nur falsch ausgesprochen, Kapi. Danke, Bruder. Die Firma dankt. 100 Euro auf meinen frisch rasierten Lachsnacken. Danke, Bruder. Ehre. Die werde ich nachher direkt im Casino verzocken. Eine Umdrehung, Kappa. Ich habe wirklich noch ein, zwei Seiten im Casino, wo ich nicht gesperrt bin komplett. Wo ich mir ein Limit gesetzt habe. Auf der einen 500, auf der anderen läuft 2000. Vorhin bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, Livestream-Chat. Bin ich mit dem Hund spazieren gegangen und habe mir so gedacht. Also, nee, Schwachsinn, Digga. Jetzt habe ich schon wieder Brain-Lag gehabt. Manchmal gehe ich mit dem Hund spazieren und lasse dann auch mein Handy in der Tasche bzw. im Auto. Oder in den meisten Fällen versuche ich so zu machen, ich hau mir einfach Stöpsel in die Ohren, also die iPhone-Kopfhörer, diese Wireless-Dinger, die mir der Ehrenbruder Wadi geschenkt hat, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und dann höre ich Musik, Digga, und chill und spiele nicht am Handy. Und heute bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, Musik gehört, Digga, und dann ist mir einfach mal bewusst geworden, was eigentlich 2018 bei mir abging, Digga. Mhm. Ich glaube, ich bin mir noch nicht ganz sicher, Digga, aber ich glaube, scheiß drauf, ob es nicht mehr im Dezember ist, wegen Werbeeinnahmen, ist mir egal. Aber Bruder Leon, der Ehrenkater, ist ja im Urlaub bis zum 1. Kurzurlaub und deswegen, ich habe keinen Bock, das Video zu schneiden, beziehungsweise ich will einfach nicht ein Video schneiden auf Krampf, was sich dann einfach also schlechter ist als das, was Leon schneidet, deswegen warte ich noch. Aber ich wollte einfach mal ein Video die Tage hochhauen, also so Anfang Januar, 1. Januar oder so, 2. Januar, wo ich einfach mal nichts als die Wahrheit sage und einfach mal sage, wie ich mich da fühle, Digga. Also wie ich mich fühle im Sinne von, was dieses Jahr abging, Digga. Das ist mir jetzt erst so die letzten Wochen bewusst geworden, Digga. Was dieses Jahr abging bei mir, Digga. Ich habe das jetzt erst gesehen, Digga. Jetzt ernsthaft, ne? Also, nee, was heißt jetzt erst gesehen? Aber mir ist es jetzt erst bewusst geworden, Digga. Jetzt realisiert, Digga. Bruder, ich lauf immer an meinem 1-Million Play-Button vorbei, ne? Ja, und denke immer, Alter. Gar nicht aufgefallen. Nee, dann denke ich mir immer, Alter, krass, 1 Million, Digga. 1 Million Abonnenten. Ganz krank, Digga. Und letztens gucke ich auf meinen Hauptkanal, Digga. Bruder, ich habe 1,73 Millionen Abonnenten mittlerweile schon. Das ist ja so gefühlt. Ja, nicht kurz, aber knapp, naja, also 2 Millionen sind bald da. Also zusammengerechnet sogar 3 knapp, oder sogar mehr jetzt gerade. Ja, gut, mit dem 2-Kanal noch, ne? Ja. Und obwohl du sogar gar nicht mal aktiv, so richtig aktiv warst auf dem Dings-Kanal. Ich habe diesen Monat, also im Dezember, habe ich hochgeladen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Videos. Und davor? Ja, davor habe ich eineinhalb Monate Pause gehabt. Ja, aber das lag halt auch einfach daran, Digga, dass die Video, den viele werden mir jetzt nachsagen, jo, Dezember, dies, das, klar ist Dezember ein super Zeitpunkt. Aber bis auf das Zuschauer glücklich machen Video und mein altes Zuhause, die Videos sind recht spontan entstanden, ist das XXL Epic Room Tour S63 AMG Video und mein Gamingzimmer, das waren Videos, die ich schon länger bringen wollte, aber mein Kameramann Lenny ist im Ausland für so ein Austauschjahr oder irgendwie sowas. Deswegen, Digga. Die wollte ich auch schon im November hochladen, aber der war halt noch im Urlaub, ne? Also in Spanien. Deswegen... Es hat das jetzt gut gepasst so. Aber guck mal, ich habe jetzt Stili im Dezember 6 Videos hochgeladen. Ja. Und Bruder, ich habe einfach 93.000 Abos in den letzten 30 Tagen gemacht, Digga. Der Montana Black? Ja. Dein Haufen? Ja. Louis, warte mal. Ja, ja. Digga, warte mal. Krank. Das ist, ich bin echt Heavy United, Digga. Für 6 Videos, Digga? Aber davor den Monat auch schon, warte mal. Aber da, auch selbst da sind 34.000 Abonnenten in einem Monat. Dafür, dass ich aber einen Monat kein Video hochlade, schon echt gut. Es hört sich jetzt doof an, Livestream-Chat, weil man das über sich selber sagt. Aber ich merke irgendwie, ich will jetzt nicht zu viel Retalk machen, weil das wollte ich in dem Video machen. Aber ich merke, dass irgendwie, ja, das Wort sagen meine Geschäftspartner immer zu mir. Ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber es beschreibt trotzdem das am besten. Dass dieser Personenhype, dieser Personenkult, diesen Personenkult, den ich habe irgendwie, dass der immer heftiger wird. Ich weiß nicht, ob es am Dezember liegt, ne? Aber ich kann ja bei Instagram sehen, wie viele Leute monatlich auf mein Profil zugreifen, ne? Stili? Du weißt, was ich meine, ne? Ich habe das eigentlich noch nie gecheckt, Digga. Wenn du auf deinen Account gehst und auf die Startseite deines Accounts steht oben 400, also bei mir jetzt 425.601 Profilaufrufe in den letzten 7 Tagen. Also ich muss jetzt mal mein Handy aufladen, bevor ich irgendwas mache, aber ich gucke sofort. Und das war immer bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel mit YouTube-Kollegen oder whatever viele Bilder gemacht habe,
viele Stories, irgendwie Gamescom oder so, dann sind sehr viele Leute immer auf mein Profil gekommen. Das heißt, so 400.000 war normal. 400.000 Profilaufrufe war normal. Wenn ich aber lange Zeit keine Bilder hochgeladen habe, trotzdem Stories gemacht habe, dann waren immer so 200.000, 190.000. Und auf einmal, Digga, obwohl ich jetzt die letzten 7 Tage mit gar keinen kooperiert habe oder Bilder, habe ich einfach 425.000 Profilaufrufe. Doppelt so viel wie normal. Da merke ich halt einfach, wie viele Leute auf mich aufmerksam werden momentan. Ah, dann habe ich gar nicht gedacht, Digga. Also auf Instagram, Digga, gucke ich so selten eigentlich rein. Ja, doch, Digga, ich schon. Aber lustigerweise, ehrlich gesagt, lustigerweise, Digga, muss ich ehrlicherweise sagen, gerade was Instagram angeht, seit dem Twitch-Bann, Digga, ist es so abgegangen. Ja, ist eigentlich auch logisch, ne, so auf einmal. Ja, weil voll viele drüber berichtet haben. B-Promi ab ins Dschungelcamp, auch Bruder. Ich sag die ganz, ganz ehrliche Meinung, mein Kontostand sieht nicht so schlecht aus, Digga, dass ich ins Dschungelcamp müsste. Ich hätte kein Problem damit, irgendwas Cooles im Fernsehen mitzumachen, aber bestimmt nicht Dschungelcamp, Digga. Bestimmt nicht Dschungelcamp. Selbst wenn die mir 150.000 bieten würden oder was da die Leute an, ich weiß gar nicht, so 150.000, 100.000 kriegen so die Leute, die da am bekanntesten. Würde ich nicht machen, Digga. Aber würdest du an sich, sag ich mal, sowas essen, was da, oder die generell diese Challenges, findest du, könntest du selber machen? Nee, ich finde das einfach, für mich ist das einfach asoziales Drecks-TV-Format, Digga. Wenn ich das gucke, ich gucke das 2 Minuten, ich werde aggressiv und will die Leute schlagen, die da sind. Ehrlich jetzt, wirklich. Oh, du One, was denn das ist? Oh, hallo. Ja, ich hab's verstanden. Du weißt ja, Digga, das Astro 50 ist, wenn es voll aufgeladen ist, hält es 12 Stunden, würde ich sagen. Mindestens. Also, das ist wirklich krank. Wenn es voll geladen ist und ich stream 8 Stunden, hat er einen Balken verloren, Digga. Maximal 2. Also, das Astro 50 von der Ladedauer ist schon echt heftig. Ist für mich, wie gesagt, das beste Headset. Das Einzige, was mich an dem A50, an dem neuen A50 einfach stört, ist die Ladestation, die Dockstation. Brauchst du eine ganz bestimmte Technik, dass es lädt, und das nervt. Du müsstest es einfach raufstellen, bam, es lädt sofort. Aber du musst manchmal ein bisschen friemeln, Digga. Und das nervt. Ich habe unten Kabel an einer Steckdose, ne? Also so mit, weißt du, mit einem USB. Ja, ich weiß, ja. Und dadurch kann ich dann das ganz normal laden, auch wenn mein PC aus ist über Nacht. Ja, ich weiß, ja. Das lädt dann immer über Nacht. Weil mein PC mache ich aus, also kriegt keinen Strom mehr, das Headset. Aber wenn es dann an die Steckdose angeschlossen ist, was ich ja immer so mache, dann ist es immer am Laden. Ja, finde ich besser so. Ja, ihr habt schon recht, die Docking Station nervt wirklich Livestream, aber wie Carsten gerade schon gesagt hat, deswegen kann ich dem Gerät noch verzeihen. Du kannst es auch einfach mit Kabel aufladen. Aber ja, ich muss sagen, Munte, mein Astro hat nicht so einen krassen Akku wie deins. Weiß nicht, ob meins vielleicht schon besser, weil es länger im Gebrauch ist oder so. Also darf ich stelle dir eine Frage, Digga. Und zwar, hast du die Ladestation, beziehungsweise lädst du das Headset über das mitgelieferte Astro-Kabel auf? Oder hast du einen, daran liegt's, Digga? Echt jetzt? Ja. Real Talk Livestream, kleiner Tipp am Rande für die Leute, die das A50 haben. Ich habe das A50 habe ich damals angeschlossen an meinen PC. Also ich habe es ja am PC und an der PS4 gleichzeitig angeschlossen und hatte es damals, die Charging-Station hatte ich über ein USB-Kabel, was ich mir von King Controller bestellt hatte, so ein langes 0815 China-Kabel. Und das Headset hat zum Teil wirklich, bis es voll geladen war, 24 Stunden gebraucht. Wo ich mir dann eher mal gedacht, das kann doch nicht sein. Es kann doch... Brauchst du bei mir nicht, Bruder. Ja, aber es hat viel zu lange gedauert. Und da habe ich gedacht, Bruder, was ist da denn los? Und dann habe ich das standardmäßige USB-Kabel von, was dabei ist, vom Astro genommen und habe mir nochmal ein teures Kabel gekauft, also so ein gutes Kabel. Also mein A50 brauche ich, bis es vollgeladen ist, 4 Stunden jetzt, wenn es komplett alle ist. Ja, so schnell würde ich sagen, geht meins auch. Aber der Akku hält nicht so lange wie deiner. Du hast das ganz, ganz neue A50 oder das die ältere Version? Nicht die älteste, ich weiß nicht, ob es schon eine neue gibt. Hat das blaue Bügel? Also so, guck mal bei mir im Stream gerade. Ja, genau, das habe ich, Digga. Ja, dann weiß ich nicht, woran es liegt. Der Akku hält never 12 Stunden niemals. Venator TV, warum sollte ich anlügen, Digga? Ich kann dir nur... Wenn du sagst, dein Akku hält so lang, doch, dann liegt es vielleicht auch da einfach am Kabel, dass ich es halt nicht mit dem Original Astro lade. Kann gut sein, also wie gesagt. Also schnell laden tut's, aber Akku nicht so krass wie bei dir. Probier ich mal aus, Digga. Ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Venator, ist ja schön, dass du das Headset hast, Digga, aber du schreibst mir gerade in meinen Chat, nur weil du das Headset hast, dass ich jetzt lüge, oder was? Du stellst mich in meinem Livestream vor meinen Zuschauern als Lügner da. Komm mal, klar, Digga. Warum sollte ich euch jetzt anlügen? Es ist halt absolut, Digga, es ist halt einfach frech. Ich weiß doch... 8 Stunden hält's bei mir auch, aber 12 ja, nicht. Doch, ich seh's ja. Wenn ich 8 Stunden stream, mein Headset ist voll geladen. Ich kann nur für mein Headset reden, Digga. Ich kann nur für mein Headset reden. Wenn ich
mein Headset voll lade und ich hab Dings und ich stream 8 Stunden und ich guck und ich stell's danach auf die Ladestation, hat's mindestens immer noch 2 bis 3 Akkustriche. Das hält länger als 12 Stunden bei mir. Real Talk. Warum sollte ich euch anlügen? Ich kritisiere ja gerade selber die Docking Station, wo ich sage, die ist nicht gut. Weißt du? Deswegen, warum sollte ich euch in dem Punkt die Wahrheit sagen und obwohl es mein Partner ist, sagen, jo, die Docking Station finde ich nicht so geil, aber im Umkehrschluss lüge ich euch an, was die Akkudauer geht. Werbegründe, ja du, Digga, dann, also da bist du bescheuert, Digga, tut mir leid. Wegen Kooperation, ja klar. Ich habe meinen Partner Astro angerufen, jo, Astro, du, ich sag, die Ladestation ist beschissen, so, die hat ständig Fehler und es nervt mich, aber um das Headset besser dastehen zu lassen, um den Punkt ein bisschen besser zu machen, sage ich, es hält 12 Stunden statt 8. Also, Bruder, vielleicht mal ein paar Gehirnzellen anschalten. Ich habe auch nicht mehr viele, aber mehr anscheinend als die Leute, die mir jetzt unterstellen, ich würde das aus Werbegründen machen. Also über 2 Ecken denken läuft bei denen anscheinend nicht, Digga. Ja, das fuckt mich einfach ab, ehrlich. Selbst auf Amazon steht 15 Stunden. Ja, wie gesagt, ich wiederhole mich da jetzt live im Chat. Digga, 15 Stunden, das die, schmeckt. Die Docking Station ist einfach überarbeitungswürdig. Die nervt mich selber. Das habe ich... Ja, das habe ich jetzt ein paar Mal eben schon gesagt. Bei mir hält der Akku so lange... Da hab ich eine Frage an dich, Monte, vielleicht kannst du mir die beantworten. Ja. Wenn die Docking Station, die ist ja dann mit einem USB-Kabel angeschlossen. Genau, so. Ja. Und darüber tust du ja nochmal mit dem USB-Kabel dann das Headset laden. Kommt ja. Da überhaupt dann noch genug Strom an, sag ja. Ich jetzt mal. Ja, ja, aber ich glaube per Kabel, ich bin mir nicht ganz sicher, per Kabel lädt es nicht so schnell wie auf der Docking Station, aber da bin ich mir nicht sicher. Kann auch sein, dass es gleich lädt. Ich kann nur jedem den Tipp geben, der jetzt sagt, ey Monte, bei mir hält es keine 8 Stunden. Kauft euch ein gutes USB-Kabel oder das, was bei dem Astro Headset dabei war. Ich habe die Erfahrung, dass mit den originalen Kabeln oder mit hochwertigen Kabeln der Akku schneller lädt und länger hält. Hört sich erstmal doof an, es war aber bei mir so. Und wie gesagt, ich kritisiere ja selber, ich wiederhole mich jetzt, die Docking Station. Also habe ich es auch nicht nötig, euch anzulügen bei der Laufzeit des Akkus. Es macht einfach keinen Sinn, Digga.